Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniUberLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir das verdammte Labyrinth hier durchforstet. Guckt es euch an, oh mein Gott, es ist noch schlimmer, als es eigentlich aussieht. Und ja, wir sind auf dem Weg hierhin ein paar Exorzisten begegnet, haben die relativ grundlos umgehauen. Und jetzt sind wir hier kurz vorm Dämon, den wir kaputt hauen müssen. Und ja, wird wahrscheinlich ein Bosskampf sein und so. Ich habe mal zu Velvet gewechselt, weil warum nicht? Und ja, außerdem wieder ihr normales Gewand angezogen, also ohne Kampfmusikänderer. Und ja, also wir haben wieder die normale Kampfmusik, die jetzt zu diesem Zeitpunkt kommen müsste. Und ja, hier haben wir diese Blumen, aber irgendwas sagt mir, es wird nicht so einfach sein, die einfach so zu pflücken. Ja, ein paar testliche Blumen. Was? Sind nicht die gleichen Farben, die Maki überhaupt hat? Lila und oh. Magilo. Magilo hat niemand gerettet. Schwäche, Feuer und Wasser. Solange du nicht irgendeinen angefasst, der uns alle mit einem Schlag wegplättet, dann der ist ja alles irgendwie. Wir sind 10 Treffer stand auf Sky. Super, der hat Fertigkeiten. 1. Oh ja. Oh mein Gott. Man nimmt ja gar nichts an Schaden. Oh Gott. Der ist ja noch einfach, aber das war gerade eigentlich auch. Das ist mir Feuer angefangen. Nur Schwäche, Feuer und Wasser. Magilo. Das, wenn du Wasser einsetzt. Wie Schutz. Au, au, was? Warum ist das Schutz, Mann? Was ist das? Was ist das? Mein Gott, machen wir wenig Schaden. So, jetzt machen wir viel Schaden, oder? Oh ja. Oh. Gott. Wir sind jetzt dauernd die falschen angefallen, oder? Wir sind echt schwach. Weg da, der macht da irgendwas. Warte mal, Wasser. So, Wasser angeführt. Ich weiß, also ich setze seine Dings auch ein, aber das ist irgendwie die beste Heilungsmethode, hier die Seelenbrecher einzusetzen. Deswegen dauert er wahrscheinlich hier so lange, bis man geheilt wird. Ja.
Oder verbrannt. Was bringt das überhaupt beim Gegner? Wenn man verbrannt ist, kann man sich nicht heilen, aber das kann man ja bei jedem Start-Effekt hier nicht im Spiel. Irgendwas stehe ich jetzt nicht so. Sinn ja von Verbrennung. Mal gemein, aber was macht das überhaupt beim Gegner? Habe ich noch nie verstanden. Dann können die sich nicht heilen, ja super. Dann müssen die sich erstmal heilen können wahrscheinlich, ne? Aber ja, gegen was bist du eigentlich anfällig? Gegen gar nichts. Mit gegen nicht. Aua. Aber hat mich ja gar nicht abgezogen. Jetzt gegen links. Nennt sich das meine Güte. Oh, eine Mystic Art. Oh, look, a Mystic Art. Naja. Ja, okay, mach du. Dann mach du Mystic Art. 77 Schaden. Jetzt ging nicht elementare Dinger hier. Aua. Nein, nein. Oh ja, so. Ich habe mein Ding wieder bekommen. Aua. Warum kommt Rokuro im Kampf? Geht ja alles im Bach unter, oder wie? Sollen wir diesen blöden Angriff aufhören? Wird auf den Angriff, er macht aber keinen Sinn, diese Bewegung. Naja. Oh, ich werde eingesetzt, dann ist Feuer und Wasser. Ja, oder? So, jetzt bloß keiner hier einen Seelenbrecher ein, ey. So, Magido, mach mal Pause und lass Eisen. Okay, du hast keine Dinger. Elnor. Lass mal Eisen rein. Ja, der ist direkt betäuben. Hat irgendjemand eine Mystic Art? Nö. So, Hilfe, geh weg von mir. Ja, dieser Angriff, ne, was soll hat. Achso, das ist eine Mine von Magido, glaube ich. Aua. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder, ey? Hört auf mit diesen Angriffen. Wir haben wieder der letzte Mini-Boss, ey. Einfach macht irgendeinen Angriff, der uns alle fertig macht, oder wie? Eigentlich müsste Magido perfekt gegen den sein. Die hat auch Feuer und Wasser angefeuert. Oh ja, mach ich ja fertig. Etwas Hexenmagie. Ich glaube, der hat immer noch Dings hier. Drei Seelen. Der eine Drehange von denen, bin ich so dämlich. Mal ein bisschen Heilung, glaube ich. Oh, sehr gut. Hau den kaputt damit. Verdammt. Ich kann auch nicht mal Rokuro auswechseln. Er kommt mir an. Guck mal her. Feuer. Och Mann. Nein, nicht mal Rokuro. Ehrlich. Aber ja, er hat nur ein Ding gehabt. So, wir sagen, wenn ich den Story was hier nicht schaffen, Magilo hat einfach ihre Karte außerhalb des Bildschirms gelegt. Wären Wächter. Was los? Seelen haben mich beschützt. Töte sie nicht, um zu sehen, was sie tun. Ich
50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。あの、私、気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。 Ich hab halt eine Hand an Eisen, eine Hand hat nicht 50. Boah, nach die überlebt haben, ne? Okay. Kaltitschleife, Floridpuppe, Ventitis, Sprinter. Ich habe erst Spinner gelesen. Bewegungstempo ausgezeichnet. Dieser Käfer, Schattenschreiter. Familienangriffe, okay. Entschuldigung. So, Kaltzieht-Schleife. Sie hat noch 33. So, Floridpuppe. 24, Vlati. Ja, da ist Rollo. Da ist Rollo aus Tales of Exilia 2. Warum Lulu? Ja, okay. Übersetzung wahrscheinlich, ne? Aber boah, konnten die Latten vermasseln. Hallo? Schokoladenfigurine gegen Amorph-Gegner, KP-Wiederherstellung. Nee, Amorph-Gegner, bitte. Ich habe einen Schokoriegel. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Lukas kurz davor, was zu meistern. Lukas kurz davor, was zu meistern. Ganze Florid-Sachen. Aber ich brauche so einen pechschwarzen Panzer noch. Ja, ein paar Kämpfe werde ich ja schon machen. Muss mal gucken. Jeder hat hier diese 14%, sogar Eleanor, obwohl die noch nicht 20 Dinger gemeistert hat. Weil die hat durch ihren Anfangsspeer, den sie ausgerüstet hatte, diesen Effekt. Ich kann mich jetzt eigentlich hier rausporten, aber vom Bewegungstempo sehe ich jetzt noch nichts. Ich habe noch irgendwas bekommen, ne? Ja, Blüten, ein hübscher Käfer gefunden in einer Barriere. Dafür sieht man ihn wirklich. Okay. Also, ach, wir können uns ja rausporten, genau. ベルベットってどういう傲慢なのですか？それは、あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。 戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食い食いんじゃ。まあ大体やってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え、ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか。当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。 Deswegen frage ich mich ja, wozu die Exorzisten überhaupt gibt. Okay, raus hier. Ich möchte nicht nochmal durch dieses Labyrinth. Ich möchte dich kaputt hauen. So.
Ich bin nicht irre, weil sie irgendwie kurz davor wieder was zu meistern, ja. Von wegen, ja, so viele Seelensprecher eingesetzt, glaube ich. Diese Informationen sind natürlich ohne Gewähr. Jetzt haben wir die Altkampfmusik übrigens, ne? Merkt man. Auf. Auf. Nicht so gemacht. Dass sie schon wieder jemanden betäubt. Meine Güte. Trugbild. Kalzitweste. So, eine Sekunde. Zwei. Was? Bin ich nicht am Eingang hier? Ja, da können die Dinge auch mal so ein bisschen am Eingang hier packen. Was? Ich dachte, die Dinger sollen dann immer an den Eingang bringen. Irgendwie bisher haben die mich immer nur vor den Verkehr. Was? Da der ist nicht am Eingang. Hä? Warte mal. Das hier ist nicht der Eingang. Ich möchte es nur mal sagen. Da ist irgendwo kommt eine Katze wahrscheinlich noch. Oh. Da ist irgendwann kommt hier so eine Katze auf dem Weg. Nehme ich mal an. Es geht mehr oder weniger. Komm mal her. So. Riesen Schokoladenattacke. Aufsteigender Schokoriegel. Oh Gott. Jetzt schon wieder passiert, ey. Oh ja, da liegt noch jemand. Eleanor, was zum Teufel? Warum bist du denn tot? Ich hau die ganze Zeit meine Seelenbrecher wie blöd raus und ich frage trotzdem, was ist denn hier los, ey? Ich tue mich aber auch von allen Seiten hier neben, ne? Oh. Ich bin schon wieder los. Wo ist das? Das Wind. Die Diskussion. Oh, eine pechschwarze Weste, ausgezeichnet. Gut, jetzt kann ich mit Roku oder Lafayette hier mal was wieder lernen. Artangriff, ihr Lafayette. Nicht elementare Schaden reduziert. Um 9% schon. Ah. Frag mich, ob das wirklich irgendwann wichtig sein wird. So, dann werden wir mal hier durch die Gegend rennen. Ja. こんなやつ初めて見たです。多分新種だと思う。そりゃすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。差し詰め ライフィセット大カブトか。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実は角トビだ。新種の3つのカブトとして昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろう。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほら。 こっちのが名前もしっくりくるし。<笑>全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者、カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。あ？それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ。
気迫な空気でふ。救い上げしかできない兜の角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名犬。はい、このエレノアラ、ベイブンザクトンスタッドンゾーン・ケーファー。圧倒的なパワーで我が道を行く。それが兜の生き様だ。でも一年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。 ふと短く兜の美学が謎わからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。兜でもクワガタでもチョウチョでもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか。クワブトカッコ仮にしておくよ。 Meine Güte, ey. Was ist in letzter Zeit mit denen los, ey? Erst in den Siegesdingern hier. Ach, ich muss da lang. Erst in den Siegesposen hier so. Wer bloß nicht so wie der. Ich weiß nicht, ob die geskriptet sind. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ja. さあ、ガイ。サレトマの花、ラズベリーみたいないい匂いがする。どれどれ。うん、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いに釣られて口に入れたが最後、果汁が口の中で変質し、おぞましい味。あ、ではレナーションがザク。おぞましい味。花びらは。 ミントの数千倍のスパイシー液となり、早く来は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。で まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくないの見方はないの。自家搾り、煎じ手に出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊の港一緒に飲みます。ひょっとして。 嫌なことは後回しにするタイプか？違います。信じて待っている人たちを差し置いて、自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になる。そうなのですか？意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか？船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。<笑> <笑>ああ、精霊に飲ませれば。ああ、精霊にとってサレトーマの味はもちろん可愛さ余ってまずさ1万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む。そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。 Wir wissen noch ganz genau, was passieren wird als nächstes. Level 10. Ah, ich habe immer noch nicht das letzte Ding hier bekommen. Bin ich eigentlich auf den Arm nehmen? Na gut, dann machen wir hier weiter. Hallo. Jetzt hat Ding ja. Neuer Titel: Seekommandant oder irgendwie so was. Seekommandant stand sogar. Expedition, boah, da kann ich auf Screen schon ein bisschen was erreichen. Ich nehme ja an, der, wenn man, ja, weiß ich nicht, wenn man alle vier Dinger hier hat, das dann auf Maximum ist, oder? Weil ich den Titel dann maximiert habe, alle Dinger freigeschaltet habe und was weiß ich. Oh, immer noch mehr Cutscenes. Wir wissen nur alle, wie das ausgehen wird. Lafayette wird das Ding trinken. Ne, hätte gern mal Bienenfu irgendwie gesehen, wie er darauf reagiert hätte, das Zeug zu trinken. Ja.
なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるな。早めに立ち去るのが正解ね。Müssen sie sich aber auch erstmal durch das Labyrinth hier kämpfen, ne? Jetzt kann ich ja zurückgehen, ne? Jetzt bin ich schon den ganzen Weg hier zurückgelaufen. Jetzt kann ich auch den Rest nur zu Fuß gehen, hallo? Ist ja auch strunzdumm. Wie viel Geld habe ich? 34.000. Keine Ahnung, dann werde ich irgendwie so sinnlos den Laden irgendwie hochleveln, wie ich dann in Zestiria gemacht habe. Sachen kaufen, Sachen verkaufen. Apfelgummi, ja, jetzt ist hier so ein Ding. Apfelgummi kaufen, Apfelgummi verkaufen. So habe ich die Läden in Tales of Hysteria auch gelevelt. Weil da muss das jeden verdammten. Ja, da muss das jeden verdammten. Warte, ich kann da nicht mal mehr rein. Das ist ja in jeder Stadt jeden Laden hier irgendwie aufleveln. Hier sind wenigstens alle Läden irgendwie verbunden. Bin ich schon mal gut. Aber wir haben schon 27 Minuten, meine Güte. Lass mich durch. Hier bin ich falsch. Da will ich noch nicht hin. Ich muss zu so vielen Mini-Bossen hier zurückgehen, zerstören und die noch erledigen. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas im Hafen oder kurz vorm Hafen oder der Stadt, meine ich. War ja noch eine Stadt davor oder ja. Irgendwie habe ich mir jetzt wieder sein Titelmelodie mitgebracht. Hätte da ein Ding, wo man eine Pistole reinpacken kann, warum hat er sich in seinen Körper reingesteckt? Oh nein. Ah, Rückblicken aus Tales of Hysteria. Also im Moment, wo ich die Exorzisten reden gehört habe über einen Dämon, über einen Malak, habe ich schon gewusst, dass die irgendwie Zaveit meinen. Und ja, anscheinend lag ich richtig. Sollte solche Gedanken vielleicht aussprechen, dann könnte ich beweisen, dass ich hellseherische Fähigkeiten habe. Boah. Aber wir gehen noch mal hier rein und gucken, was hier los ist. Hoffentlich kommt jetzt kein Bosskampf. Warum hat er sich überhaupt in die Birne geschossen, wenn er nicht kämpfen wollte? Das ist so irgendwie so ein Verstärker oder irgendwie so was. アンナ道具もセイレイ術も見たことがないわ。別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。待って、マギロス、エルンスト。アイゼンは大丈夫かな。あのセイレイ、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザビーダのやつ、溝の時といい、今回といい、何が目的なんだ？ デートなんて嘘吹いていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんってアイフリードと同じ。ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。
そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探してる。いや。ザビーダはそのことに気づいてる。その上で、アイフリードの存在を匂わせて、アイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ない？なとしても、海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく、船へ急ぐわよ。Okay. Ich kann nie wieder zurückkehren. Weiter ich gehe, desto weniger kann ich zurück. Ich würde sagen, ich speichere hier und wir sehen uns dann. Ich habe nichts erledigt, ne? Hübsch. Was? Ein Werwolf? Wo war hier ein Werwolf? 37, ey. Gasthaus. Ich muss mal kurz im Gasthaus und im Waffenladen nachschauen. Ich kann sowieso nicht rausgehen und trainieren, wenn ich wollte. Aber gucken wir mal. Gasthaus. Gucken wir mal, ob ich da mich hochheilen kann. Es geht. Freischalten, Mann. Ach, Entschuldigung, ich das Skit freischalten kann, meine Güte, nicht heilen kann. Eine Expedition dauert noch 20 Minuten. Ich vielleicht noch abwarten lassen, dann starte ich die nächste Aufnahme. Ja, so machen wir das, ne? Gut, ja, okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Party hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.